nur wir sind die Sieger. Ihr seid doch keine Mannschaft, ihr habt zu nichts gebracht. Wir gingen oft zu Boden, doch niemals waren wir K.O. Wir standen auf und kämpften und lernten unseren Job. Nun waren wir hier, um zu gewinnen in diesem Stadion. Wir kämpften heute im Endspiel und trugen den Sieg davon. Denn wir sind die Sieger. Wir dürfen nicht verlieren. Aus eigener Kraft. Unsere Träume, die haben sich erfüllt. Denn wir sind die Glücklichsten auf dieser Welt. Auf dieser Welt. Denn wir sind die Sieger. Ja, die Bilder haben es gezeigt. Österreichs Fußballhauptstadt war auch in der Saison 1994-95 Salzburg. Wir zeigen Ihnen also wieder eine Erfolgsstory in Violett und Weiß. Mit einem nationalen Triumph, nämlich dem zweiten Meistertitel und sehr viel internationaler Anerkennung in der Champions League. Da wurde zwar der Aufstieg in das Viertelfinale ganz knapp verfehlt, aber gegen welch internationale Konkurrenz? Den Grundstein zu einem prall gefüllten Geldbeutel und zu sehr viel Lob legten die Salzburger in den Spielen gegen Maccabi Haifa. Bereits das erste Spiel auswärts konnte Casino Salzburg durch Tore von Adi Hütter und Mladen Mladenovic aus einem Elfmeter mit 2:1 gewinnen. Dementsprechend gut die Ausgangssituation für das Rückspiel im Ernst-Happel-Stadion, das war die erste Chance durch Stadler. Lang dauerte es allerdings, bis das erste Tor fiel. Freistoß für die Salzburger. Mladen Mladenovic wird schießen. Und Rijeka ist da zu den Salzburgern gekommen. Oder Baric kennt ihn sehr, sehr gut. Weiß, dass er der Mann ist, den er braucht in der Mannschaft der Salzburger. Anstelle von Makino. Mladenovic und Tor! Na, was habe ich Ihnen gesagt? Der tanzt, der Mladen Mladenovic. Jawohl, 1:0. 1:0 in der 47. Minute. Knapp nach der Pause, also dann doch die Führung für die Salzburger. Mladen Mladenovic beweist seine Freistoßstärke. Und es sollte noch einmal ähnlich laufen in diesem Spiel, nur 4 Minuten später. Jurcevic möchte gerne schießen, ist ja auch ein guter Freistoßschütze, aber wieder Mladenovic. Nächster Schuss abgefälscht und Tor! 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 2:0! Und jetzt, glaube ich, ist die Tür endgültig offen. Salzburg, meine Damen und Herren, hat wohl mit diesem neuerlichen Tor von Mladenovic die Goldader gefunden, nämlich die Champions League. Jetzt haben wir es geschafft. Glück war bei diesem Freistoß dabei, die Führung allerdings allemal verdient. Und eine Viertelstunde vor Schluss schlägt ein weiterer Legionär zu. Klofer. Jurcevic! Jurcevic hat seine Torsperre gebrochen.
3:0 und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt holen Sie sich die Flasche aus dem Kühlschrank, was immer Sie trinken wollen. Ein Glas am Sekt oder auch an Apfelsaft oder an Cola. Freuen wir uns gemeinsam. Salzburg ist endgültig in der Champions League. 3:0. Daran ändert auch der Anschlusstreffer von Maccabi Haifa eine Minute vor Schluss durch dieses Freistoßtor von Alan Hassan nichts mehr. Casino Salzburg gewinnt dieses Spiel mit 3:1. Mit dem Gesamtscore von 5:2 hat man die Qualifikation für die Champions League geschafft. Wir werden versuchen, den Fußball in Österreich doch mehr salonfähiger zu machen, der jetzt schon für meine Begriffe viel, viel besser geworden ist als früher. Und ich glaube, dass man mit dem Erreichen der Champions League auch Akzente in Europa gesetzt hat, dass der österreichische Fußball doch in Europa etwas mitzureden hat. Und damit beginnt also das Abenteuer Champions League für Casino Salzburg. Das erste Spiel gegen AEK Athen, dem griechischen Meister, strömender Regen im Ernst-Happel-Stadion. 22.500 Zuschauer sind gekommen. Die Salzburger beginnen ein bisschen nervös. AEK Athen verzeichnet gleich eine große Chance durch Tsatsas. Die Salzburger haben die beste Möglichkeit bis dahin durch Mladenovic. Inkiofa, zwei Mann kommen mit. Jucevic und die Stadt. So viel Pech auf einmal kann man doch nicht haben. Und weil dieser Ball an der Stange und nicht im Tor landet, endet dieses Spiel 0:0. Und dann ging es zum ersten Auswärtsspiel und da wartete gleich der Titelverteidiger, AC Milan. Vor knapp 23.000 Zuschauern konnten die Salzburger lange mithalten, aber in der 40. Minute war es soweit. Gillet. Da ist die Chance zum Tor und da ist es. Stropper, der Torschütze. Rüd Kühlig Flanke in der 40. Minute. Giovanni Stropper, das 1:0 für den AC Milan. Da haben sie einfach nicht aufgepasst. Und jetzt liegt Otto Konrad am Boden. Er war ja nicht ganz fit. Der Salzburger Torhüter wurde von einer Flasche aus dem Publikum getroffen. Ein Flaschenwurf, der Folgen haben sollte. Otto Baric empört. Der Skandal von Mailand nimmt seinen Lauf. Otto Konrad spielt angeschlagen weiter. Hier die Beweisstücke. Der entscheidende Moment des Flaschenwurfs. Ersatztorhüter Ilsanker kommt noch nicht zum Einsatz. Otto Konrad versucht durchzuhalten. Stropper! Ja, jetzt müsste man auswechseln. Man müsste auswechseln. Simone. Wieder Simone. 2:0. Nicht nur Otto Konrad angeschlagen, auch die gesamte Casino Salzburg-Mannschaft. Das 2:0 knapp nach der Pause durch den kleinen Marco Simone war die Entscheidung in diesem Spiel. Und Otto Konrads Zustand verschlechtert sich minütlich. In der 60. Minute ist es dann soweit. Otto Konrad macht Platz für Herbert Ilsanker. Der Salzburger Torhüter wird benommen in die Kabine gebracht und dort wird eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Eine Gehirnerschütterung mit Auswirkungen auf das Ergebnis dieses Spiels.
Ein Ergebnis, das 3:0 für den AC Milan nach dem zweiten Treffer von Marco Simone in der 64. Minute lautet. Beim 3:0 bleibt es, allerdings erhält der AC Milan einen 2-Punkte-Abzug und muss die nächsten zwei Heimspiele in Triest bestreiten. Eine Verbeugung vor dem großen AC Milan, dass Salzburg nicht die 2 Punkte zugesprochen bekommt. Vollmond, aber keine Volltreffer beim nächsten Heimspiel gegen Ajax Amsterdam im Ernst-Happel-Stadion vor mehr als 20.000 Besuchern. Chancen haben beide Mannschaften. Hier ein Kopfball von Littmanen für Ajax. Ein toller Schuss von Jurcevic. Und eine Aktion von Frank de Boer mit glänzender Parade von Konrad. Das Ergebnis 0:0. Schon 2 Wochen später das Retourspiel vor der begeisterten Kulisse von 41.000 Zuschauern in Amsterdam. Die Mannschaft beweist wieder einmal ihre Auswärtsstärke. Und im Mittelpunkt des Geschehens einmal mehr Otto Konrad, der hier im letzten Moment vor Littmanen klären kann. Jurcevic gegen Rijkaard. Gute Flanke und Tor! Tor! Tor für Salzburg! Und die Nummer 3, Tomislav Kocan, der Torschütze. Gibt's denn so etwas, meine Damen und Herren? Jurcevic mit einer Traumflanke und der kleine Kocan wird zum Größten. Frank de Boer. Littmanen. Und herrlich von Otto Konrad. Der Ball ist immer länger geworden, hat sich in Richtung Ecke gezogen, aber der Otto genauso. Wie mit Polypenarmen ist er da ausgefahren und hat den Ball noch erwischt. Littmanen! Littmanen mit einem Riesenschuss und Konrad war wieder dazwischen. Da spielt er sich frei. Und mit der Hand den Ball gerade noch drüber gedreht. Ronald de Boer. David. Littmanen! Und Ausgleich. Ausgleich durch Jari Littmanen. In der 85. Minute. Ein 1:1, auf das man stolz sein kann, hat man es doch gegen den späteren Europacup-Sieger erreicht. Und die Chance auf das Viertelfinale lebt wieder. Sehr entscheidend wird natürlich das Spiel in Athen unten sein. Wenn wir unten gewinnen können oder unentschieden spielen, dann stehen natürlich die Chancen sehr, sehr gut. Mladenovic. Und Tor! 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 1:0! Heimo Pfeifenberger! 1:0! Was Besseres hätte ja gar nicht passieren können. 7. Minute. Leo Leiner. Nächster Kopfball und an die Querlatte. Schaustor. 2:0. Da ist es. 2:0. Und neuerlich Heimo Pfeifenberger. 2:0 in der 19. Minute. Nicht einmal ganz 120 Sekunden vergehen und 2 Tore für die Salzburger hier in Athen. In der 29. Minute holen die Griechen ein Tor auf durch diesen Kopfball von Vlachos. Jetzt wird es noch einmal spannend. Umso mehr, da Ralf Hasenhüttl ein regulärer Treffer aberkannt wird. Arthur.
Mladenovic, gleich gelingt ihm jetzt ein guter Schuss. Immer Mladenovic, der Zielernich ist schön gemacht, absolut kein Abseits. Tor! Aber jetzt zählt der 3-3-0. 3-1, eine Viertelstunde vor Schluss. Ralf Hasenhüttl, das Tor hat er sich wirklich verdient. Salzburg gewinnt dieses Auswärtsspiel also mit 3-1. Ich kenne meine Spieler, ich weiß, das sind das ehrliche, fähige Spieler. Warum hätten wir dann gezittert? Massenansturm zum alles entscheidenden Aufstiegsspiel fürs Viertelfinale zwischen Casino Salzburg und dem AC Milan. Letztendlich sind es 47.000 im Ernst-Happel-Stadion und Millionen vor den Fernsehschirmen. Und sie sehen von Beginn weg eine selbstbewusst aufspielende Salzburger Mannschaft. Die große Chance hat Jucevic. Chance für Jucevic. Jucevic, der Ball geht vorbei. Mein Gott, wäre das ein Auftakt gewesen. Joi, war das knapp. Nach 50 Sekunden diese Chance. Der AC Milan wird aber stärker. Hier ein Foul an Spielmacher Savicevic. Konrad an die Stange und Tor. Tor für den AC Milan. 1-0. Massaro. Konrad wehrt ab, dann geht der Ball an die Stange und beim dritten Mal ist der Ball im Tor. Das entscheidende Tor des Spiels, denn wie im UEFA-Cup-Finale des Vorjahres gelingt auch diesmal den Salzburgern in zwei Spielen gegen eine Mailänder Mannschaft kein Tor. Feiersinger. Hasenhüttl! Keiner da, der nach diesem glänzenden Kopfball den wegspringenden Ball ins Tor schießt. Casino Salzburg verabschiedet sich von der Champions League erhobenen Hauptes. Nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses scheiterte man am späteren Finalisten AC Milan. Ja, und mit solchen Erfolgen ist Salzburg jetzt finanziell für die nächsten Jahre abgesichert, auch wenn es mit dem Viertelfinale nicht geklappt hat. Aber der Trost, immerhin kamen gleich zwei Gegner in das Finale in Wien. Aber die finanziellen Erfolge, die haben sehr viel Kraft auf dem Spielfeld gekostet. Und das bekamen die Salzburger im Verlauf der Herbstmeisterschaft zu spüren. Der Start in diese Herbstsaison erfolgt in Linz gegen den LASK vor gleich 20.000 Zuschauern. Otto Baric diskutiert heftig mit Schiedsrichter Grabherr und muss sich ärgern über den ersten Punkteverlust. Seine Mannschaft hat zwar die besseren Chancen, die größte durch Mladenovic eine Viertelstunde vor Schluss, durch diesen Lattenschuss, muss sich aber mit einem 0-0 begnügen. Das war nicht diese Mannschaft, das war letztes Jahr Meister. Im ersten Heimspiel aber zeigen sich die Salzburger wieder durchaus meisterlich. Hasenhüttl. Und Mladenovic. Das 1-0 für die Salzburger. Unter Mithilfe von Michael Konsel. Das zeigt hier auch die Zeitlupe. Dann diese Attacke von Schöttl an Hütter. Das gibt die rote Karte für den Hütteldorfer. Und Mladenovic nützt die Gelegenheit zum 2-0 für Salzburg. Der Schlusspunkt dann schließlich durch Ralf Hasenhüttl. Salzburg schlägt Rapid mit 3-0. Und die Fans sehen erstmals die Hasirolle. Nicht nach Wunsch beginnt für die Salzburger das Heimspiel in der fünften Runde gegen den FC Linz. Dieser geht schon in der 10. Minute durch Günther Zeller in Führung. 3 Minuten später aber bereits der Ausgleich durch Hasenhüttl.
folgt die Hasi-Rolle und in der 43. Minute das 2:1 durch Heimo Pfeifenberger. Nach der Pause machen die Salzburger weiter Druck. Das 3:1 durch den eingewechselten Kotzian in der 74. Minute die endgültige Entscheidung. Zwei Minuten später, das letzte Tor des Spiels. Mladen Mladenovic zum Endstand von 4:1. Casino Salzburg zum ersten Mal durch diesen Sieg Tabellenführer. Und in der sechsten Runde folgt das erste große Duell der alten Rivalen. Austria Wien gegen Casino Salzburg. 1:0 führt die Austria vor der Pause durch einen Treffer von Mielde und dann das 2:0 durch Andreas Ogris. Der Torschütze lässt sich von 10.000 Zuschauern im Horststadion feiern. Er bleibt ruhig, Egon Cordes. Und hier noch einmal dieser Treffer von Andreas Ogris. Gegen eine nun angeschlagene Salzburger Mannschaft gelingt der Austria durch Kubica noch das 3:0 aus diesem Gestocher. Der Torschütze klettert auf den Zaun. Für die Salzburger ist das Spiel zum Wendehochgehen. Zu kurze Abwehr von Konrad und das Tor von Kubica. Heimo Pfeifenberger kann dann nur noch das Resultat ein bisschen verbessern. Make-up mit dem 1:3. Die Wiener Austria gewinnt mit 3:1. Der Austria war besser und wir warten auf nächstes Spiel in Salzburg und werden wir sicher auch so etwas machen wie Austria kann heute mit uns. Neunte Runde Salzburg gegen Tirol. Nur 3 Minuten war der große Schlager alt. Dann gelang Adi Hütter dieses Traumtor aus 30 Metern Distanz. Aber so furios sollte es nicht weitergehen. Die 14.000 Zuschauer hatten von da an wenig zu jubeln. Was folgte, war eine Tiroler Daueroffensive. Doch immer wieder konnte Otto Konrad klären, Höhepunkt dieser Elfmeter von Michael Streiter. Ein nachdenklicher Otto Baric sieht in der 62. Minute dann doch den mehr als verdienten Ausgleich der Tiroler durch Sammy Sani. 1:1, so stand es auch nach 90 Minuten. Nach 9 Runden, also einem Viertel der Meisterschaft, liegt der Meister nur an 5. Stelle. Top sind die Salzburger nur, was die Verkäufe ihrer neuen CD betrifft. Ja, aber ich habe erlaubt, dass Spieler singen und Spieler haben einen ganz großen Fehler, weil der Präsident und ich haben wenig gesungen und ich glaube, wir haben beste Stimme in dieser Mannschaft. Wenn es gegen den Linzer ASK geht, bleibt keine Zeit für Scherze, denn die Linzer entwickeln sich immer mehr zum Angstgegner. 1:0 durch Cataglia, schon in der 9. Minute. Dann wird Trainer Otto Baric auf die Tribüne verbannt und er erlebt dort eine 1:2 Niederlage seiner Mannschaft, obwohl der Linzer Medlitzki in der 44. Minute die rote Karte sieht. Ramusch erzielt den 2. Treffer für die Linzer. Pfeifenberger ist aus einem Elfmeter für Salzburg erfolgreich. Schauen Sie, wie viel gelbe Karte, rote Karte, weil von Anfang an waren nicht korrekt das alles gegeben. Auch diese rote Karte war nur deshalb, weil zu viele Fehler waren von Schiedsrichter.
11.000 Zuschauer beim Schlager der 12. Runde Rapid gegen Salzburg. Schon in der 7. Minute das 1:0 durch Soran Barisic. Der Freistoßspezialist der Hütteldorfer hat einmal mehr getroffen. Die Salzburger erholen sich von diesem schnellen Gegentor allerdings schnell. 21. Minute. Zunächst kann Konzel abwehren, aber Heimo Pfeifenberger trifft gegen seinen Ex-Club zum 1:1. Dass es dabei bleibt und somit zum 8. Remis im 12. Spiel kommt, verdanken die Salzburger einmal mehr Otto Konrad, der unter anderem diesen Schuss von Mandreco entschärft. Der einzige Auswärtssieg im Herbst gelingt in Graz in der Krum. Für Nikola Jurkovic sind schon alle Vöglein da, trotz Herbststimmung in Graz. Und ausgerechnet ein Grazer erzielt das Siegestor in der Krum, Ralf Hasenhüttl. Eventuell Sieg von Sturm wäre nicht gerecht. Unentschieden eventuell. Das Spiel der 15. Runde zwischen dem FC Linz und Casino Salzburg sollte in die Geschichte eingehen. In der 74. Minute das 1:0 für die Linzer durch Stumpf, dann aber Schlussminute. Otto Konrad trifft zum 1:1, ein Jahrhunderttor. Gleichzeitig schafft er mit diesem Treffer das Kunststück, zum zweiten Mal hintereinander das Tor des Jahres zu erzielen. Flanke von Kotschian und der aufgerückte Salzburger Torhüter trifft zum Ausgleich. Das zweite Gipfeltreffen zwischen Meister und Pokalsieger, also zwischen Salzburg und der Wiener Austria, endet mit einem 1:0-Sieg der Salzburger. Vorarbeit Kotschian und Leo Leiner erzielt das goldene Tor in der 48. Minute. Sein erster Meisterschaftstreffer. Sehr schön die Vorarbeit von Kotschian und dann das Tor von Leiner. Die überlegenen Salzburger verzeichnen auch noch einen Lattenschuss von Pfeifenberger. Und am Ende wird der Pass von Franz Wohlfahrt, dem Austria-Torhüter, einbehalten, weil er Schiedsrichter Wieser attackiert hatte. Mit einem Pflichtsieg über Tabellenschlusslicht Mödling beendet Casino Salzburg die Herbstmeisterschaft. Nach diesem Eckball trifft Adi Hütter in der 6. Minute schon zum 1:0. 8 Minuten nach der Pause, Tor Nummer 2, Torschütze Hieben. Für Diskussionen an diesem Tag sorgt Otto Baric und sein möglicher Wechsel nach Istanbul. Wir werden sehen. Und ich glaube, das ist diese komplette Aufregung nicht nötig. Wir haben 2 Tage und Istanbul ist schön. Dort sind sehr gute Fischlokale und ich werde dort gehen. Am Schluss der Herbstmeisterschaft liegt Casino Salzburg an zweiter Stelle, einen Punkt hinter Herbstmeister Austria und einen Punkt vor Innsbruck und Rapid. Also wieder einmal nicht Herbstmeister, aber gewiegte Kenner der österreichischen Fußballszene wissen mittlerweile, selten wurde der Herbstmeister dann auch tatsächlich Champion. Die Salzburger blieben also guten Mutes und bereiteten sich sehr intensiv auf die Frühjahrssaison vor. Sie reisten nach Arizona. Und dann will ich da sehen. Pass dort. Hoppa. Hoppa. Und dann hier kommen. Wenn ich laufen und so, ich will gerade genau das ist Scheiße im Fußball, wenn sie alle so telefonieren und so weiter. Und haben sie zu wenig die Schrecke bewegt. Ball von Torben, Ball auf Mittelstimme, Ball zurück auf Mittelfeld, Pass in Seite. Mittelstimme dort in Seite, aufpassen jetzt.
wieder dieser Doppelpass. Und jetzt nach diesem, erstens, nach diesem Pass in Seite von Mittelfeldspieler. Schau, ich will sehen, diese Bewegung, das machen sie zu wenig. Pass ist dort. Hoppa! 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 Dann komme ich auf die Bühne. Wenn ich gerade laufe, bin ich normal auf 60. Everybody! In der Frühjahrsmeisterschaft gelingt den Salzburgern ein fulminanter Start beim Auswärtsspiel im Hanapi-Stadion bei Rapid. Seit über 3 Jahren ist das Stadion erstmals wieder ausverkauft und die Salzburger gehen bereits in der Anfangsphase durch diesen Freistoß von Mladen Mladenovic 1:0 in Führung. Ein schnelles, ein abwechslungsreiches Spiel. Jurcevic und Elfmeter für die Salzburger. Die Attacke von Schöttl und eine eindeutige Entscheidung. Heimo Pfeifenberger gelingt wiederum gegen seinen Ex-Club ein Tor. Das 2:0. Bedeutet zugleich den Endstand in diesem Spiel. Dabei hätte der Meister sogar noch höher gewinnen können. In der Schlussphase noch einige gute Aktionen. Dieser Heber vom Pfeifenberger geht knapp vorbei. Mladen Mladenovic bringt Salzburg im großen Schlager gegen Austria Wien mit 1:0 in Führung. Fast 15.000 Zuschauer trotz der Fernseh-Live-Übertragung im Salzburger Stadion. Und sie erleben eine überlegene Salzburger Mannschaft. Mladenovic ganz frei und er nützt diese Möglichkeit zum Führungstreffer. Und dann überlistet er Austrias Torhüter Schmölzer mit diesem eleganten Heber zum 2:0. Mladenovic ist der Mann des Tages. Und nach der Pause noch das 3:0. Der Torschütze ist Heimo Pfeifenberger. Salzburg entscheidet den Schlager ganz klar für sich und gewinnt mit 3:0. Wir haben heute besser Ball gehalten als in alle unsere letzten Spiele und besonders das war unser bestes Spiel zu Hause. Nur 3 Tage später das nächste schwere Spiel für die Salzburger gegen Sturm Graz, die Sensationsmannschaft in diesem Herbst. Turbulente Szene vor dem Sturm Graz-Tor, es bleibt aber beim 0:0. 14.000 Zuschauer sehen, wie sich ihre Mannschaft sehr schwer tut und dann gelingt aber dennoch das 1:0 durch Jurcevic in der 71. Minute. Jurcevic per Kopf verlängert zum Führungstreffer für die Salzburger. Aber Otto Baric scheint schon zu ahnen, dass es dabei nicht bleiben sollte. Angriff der Grazer, dann aus diesem Getümmel ein Rückpass von Leiner
Und Otto Konrad kann gerade noch retten. Diskussionen, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht, Schiedsrichter Plautz meint in jedem Fall kein Tor. Und die Grazer drängen weiter. Bei diesem Foul von Heimo Pfeifenberger verletzt er sich selbst und scheidet mit Verdacht auf Bänderriss aus. Es sollte aber nicht der einzige Schock an diesem Abend für den Meister aus Salzburg bleiben. Dann die 89. Minute. Freistoß für Sturm Graz. Prilasnik trifft genau. Der Ausgleich zum 1:1. Zugleich nach 829 Minuten der erste Gegentreffer, den Otto Konrad kassieren muss. Salzburg gegen Sturm Graz endet 1:1 Remis. Punkt verloren und auch Heimo Pfeifenberger verloren, der hier abtransportiert wird. Vor den Augen von Andreas Goldberger erweist sich Salzburg auch zum Abschluss des dritten Viertels der Meisterschaft als Unentschieden-Spezialist. Die Tiroler gehen durch Janeschitz 1:0 in Führung. Da jubelt auch Torhüter Koch auf seine Weise. Es ist einer dieser gefürchteten Konter des FC Tirol Innsbruck. Danach verlieren die Salzburger auch noch Wolfgang Feiersinger durch Verletzung. Aber sie stürmen, sie kämpfen um den Ausgleich. Mladenovic und großartig pariert von Torhüter Koch. Ein präziser Kopfball und eine großartige Parade. Ist die Uhr für Salzburg schon abgelaufen? Nein, denn in der Schlussminute gelingt Tomislav Kocian doch noch der Ausgleich. Hier ist er. Endstand 1:1. Und nach drei Viertel der Meisterschaft Salzburg einen Punkt vor Rapid und drei Punkte schon vor Herbstmeister Austria. In Runden war Casino Salzburg ungeschlagen, als es nach Linz zum LASK ging. Und der Angstgegner der Salzburger beendete diese Serie. Verantwortlich dafür dieser Mann Mladen Mladenovic, der den Elfmeter in der 23. Minute vergibt. Was Mladenovic aus Elfmeter nicht gelang, gelingt Ex-Nationalteamspieler Kurt Russ aus knapp 30 Metern. Mit diesem herrlichen Weitschuss bringt er den LASK in Führung. Dann dieser Antritt von Ramusch. Leiner lenkt den Ball ab und Konrad schlägt daneben das 2:0, die Entscheidung in diesem Spiel. Vor 20.000 Zuschauern gewinnt der Linzer ASK mit 2:0 und macht die Meisterschaft damit wieder spannend. Ausgerechnet an jenem Ort, an dem ihm sein Jahrhunderttor gelang, passiert ihm dieser Fehler. Otto Konrad hat dafür eine plausible Erklärung. Der Torschütze wurde mit der Didi Ramusch genannt. Ich sag's, dass der Rausenziegel Nummer 23 war. Elftausend Zuschauer stürmen die Grazer Kurm zum Spiel zwischen der Sensationsmannschaft des Frühjahrs, Sturm Graz und Salzburg. Und Winkelhofer bringt die Salzburger mit diesem Gewaltschuss 1:0 in Führung. Ein temporeiches, ein gutes Spiel mit vielen attraktiven Szenen. Nach knapp einer halben Stunde gelingt Sturm Graz der Ausgleich durch einen abgefälschten Schuss von Walter Hörmann.
keine Chance für Otto Konrad. Nur 10 Minuten später jubeln abermals die Grazer. Fehler der Abwehr, Tschernyschow nützte ihn zum 2:1 für Sturm. Konrad hier mit Problemen, Tschernyschow völlig frei und 2:1 für Sturm. Aber die Grazer Fans feiern zu früh, denn 10 Minuten vor dem Schlusspfiff gelingt Glieder noch der Ausgleich. Ausgerechnet der Grazer Glieder erzielt das 2:2. Und Otto Baric ist überzeugt, dass dieser Punkt mehr als gerecht war. Wir waren eine bessere Mannschaft, wir haben mehrere Chancen, aber der Sturm war gut. Das heißt, das war ein gutes Spiel und ich glaube, ein korrektes, verdientes Resultat 2:2. Enttäuschend verläuft der Hit der 31. Runde zwischen Salzburg und Rapid. Viel Kampf, viel Krampf und nur wenige Chancen wie diese hier durch einen Kopfball von Fürsthal. Rapid mit leichten Vorteilen und mit der größten Chance in der 65. Minute durch Gugi. Nach Doppelpass mit Sliwowski überhebt er nicht nur Otto Konrad, sondern auch das Tor. Auf Tore warten die 15.000 Zuschauer im Liener Stadion an diesem Tag vergeblich. Ein 0:0, auf das der eine gelassen, der andere weniger gelassen reagiert. Ernst Dokubil und Otto Baric sind gleich wieder Kontrahenten, nämlich im Cup-Semifinale zwischen Rapid und Salzburg. In einem packenden Spiel haben die Hütteldorfer das bessere Ende für sich, und zwar durch 2 Treffer von Markus Burg. Hier sein Tor zum 2:0. Rapid hat damit den Grundstein zum Pokalsieg gelegt. In der Meisterschaft klappte es nach 3 sieglosen Runden wieder mit einem Erfolgserlebnis für die Salzburger. Gegen den FC Linz gibt es einen sicheren 3:0 Sieg. Das 1:0 in der 58. Minute durch Ralf Hasenhüttl mit anschließender Hasi-Rolle. Die weiteren Tore fallen im 4-Minuten-Rhythmus. 62. Minute. Abwehrfehler. Mladenovic und im Alleingang erhöht er auf 2:0. Lang hat es gedauert, bis der erste Treffer der Salzburger gefallen ist. Jetzt spielen sie allerdings befreit auf. Und es dauert abermals nur 4 Minuten zum nächsten Treffer. Zuvor aber noch diese Szene. Wieder die Linzer Abwehr mit Problemen. Peter Artner. Und zweimal kann sich der FC Linz-Torhüter Saurer auszeichnen. Dann Eckball für Casino Salzburg. Und Peter Artner aus dem Hinterhalt zum Endstand von 3:0. Ein sicherer Erfolg der Salzburger, der wieder Selbstvertrauen für die Schlussphase der Meisterschaft gibt.
Diese Mannschaft hat bis jetzt alles gegeben. Und so viele Verletzte, wie wir haben in letzter Zeit, außer Austria Wien, könnte keine andere Mannschaft verkraften. Und deshalb bin ich praktisch stolz auf diese Bube. Und stolz kann Otto Baric auch beim großen Finale im Horststadion gegen die Wiener Austria sein. Hier wird Kocian noch zurückgehalten. Aber dann sorgt er für den entscheidenden Treffer. Flanke Stadler, Kopfball Kocian, 1:0 für Salzburg. Otto mit dem Baric-Shuffle und Freudentänze aller Art auf der Tribüne. Und wieder einmal ist es Tomislav Kocian mit einem entscheidenden Treffer. Die Flanke von Stadler und der Kopfball von Kocian. Und damit ist der Weg frei zum zweiten Meistertitel. Ich denke nicht an den Meister, ich denke jetzt ans nächste Spiel. Es war heute ein Riesenschritt für uns und ich habe es gesagt vorher, wer dieses Spiel gewinnt, der hat Riesenchancen für den Titel und so ist es jetzt. Und jetzt müssen wir einfach noch den Sack zumachen. Den Sack zuzumachen galt es im Heimspiel gegen Vorwärts Steyr und dementsprechend nervös begannen die Salzburger. Erst in der 28. Minute die Erlösung durch Hermann Stadler. Sein erstes Meisterschaftstor, aber wie bei den meisten seiner Tore, ein besonders wichtiges. Pass von Hasenhüttl und Stadler verwertet. Die Nervosität auf der Betreuerbank hat sich dennoch noch nicht gelegt. Erst in der 66. Minute kann auch Präsident Quehenberger aufatmen. Das 2:0 durch Heimo Pfeifenberger bringt die endgültige Entscheidung und Otto Baric darf erleichtert aufatmen. Der zweite Titel in Serie, der zweite Titel in der Vereinsgeschichte ist perfekt. Unter kräftiger Mithilfe von Torhüter Hassler. Heimo Pfeifenberger zum 2:0. Musik. 90 Minuten sind um. Der Meister heißt abermals Casino Salzburg. Die 2-Niederlage im letzten Spiel auf dem Innsbrucker Tivoli tut dann keinem mehr weh. 6.000 Salzburger Anhänger, die mitgereist sind, feiern ihre Meister. Sweet.
Meier muss allerdings so mancher Haare lassen. Ein New Look für den alten und neuen Fußballmeister Casino Salzburg. Aber wer opfert nicht gerne ein paar Haare für einen Fußballmeistertitel? Und hier der Grund, warum es zwei Glatzköpfe mehr gibt, grafisch festgehalten. Salzburg, Punkte gleich vor Sturm Graz Meister, Dritter Rapid, Vierter Austria, Fünfter Innsbruck. Und dieser zweite Meistertitel, der wurde mit fast noch mehr Begeisterung gefeiert als der erste. Es war geradezu südländisches Temperament, das die Salzburger da an den Tag legten. Eine ganze Stadt, eine ganze Region, ein ganzes Bundesland feierte mit dem neuen, alten österreichischen Fußballmeister. Aber es kam gleich die Kampfansage aus Graz und aus Wien. Und findige Köpfe haben herausgefunden, mit der Drei-Punkte-Regel, da hätte das Ergebnis anders ausgesehen. Zu Saisonbeginn zeigten sich die Salzburger allerdings gleich groß in Form und bezwangen im Finale um den Supercup Rapid. Ein Sieg, der allerdings zahlreiche Opfer kostete. Nach diesem Foul von Gugian Kotzian scheidet dieser mit Bändereinriss aus und fällt für mehrere Wochen aus. Geld, geschweige denn Rot, gab es für dieses Foul nicht. Und Otto Paric versteht die Welt nicht mehr. In der Schlussminute dann noch diese Attacke des jungen Lederer an Hermann Stadler. Auch hier weder gelb noch rot, Schiedsrichter Ritzinger im Mittelpunkt der Kritik. Wir haben hier drei schwer verletzte Spieler. Rapid hat komplette Spiele orientiert, nur auf irgendwie auf Schlagen. Das ist nicht Fußball. Salzburg hat zwei Spieler verloren, das Match aber gewonnen. Durch das 1:0 Torschütze Ralf Hasenhüttl und das zweite durch Franz Aigner, nachdem zunächst Torhüter Michael Konsel noch abwehren kann. Salzburg gewinnt 2:0 und beginnt die neue Saison so erfolgreich, wie die letzte Saison beendet wurde. Ja, und dass Fußball in Salzburg auch heitere Seiten haben kann, das zeigt unser Schlusspunkt. Man hat ausgerechnet in der zweiten Halbzeit nachgelassen. Wie erklären Sie sich das? Hat die Kabinenpredigt nichts genützt, nicht gefruchtet? Das habe ich nicht verstanden. Wir haben zweite Halbzeit stärker gespielt als erste. Was? Vier Elfmeter, liebe Gott! Am Mittwoch der Flaschenwurf gegen Otto Konrad. Heute Ihr Rauswurf. Müssen Sie der Mannschaft jetzt einen Vorwurf machen? Erstens, Sie geben in einer Frage drei Sachen. Können Sie mir eine Frage geben? Ich muss ehrlich sagen, nichts Persönliches gegen Ihnen, aber es war eine sautumme Frage. Das erste Spiel findet am 10. August in Haifa statt. Hallo?
Hallo. Ja, Entschuldigung. Ich warte mal, ich gehe Fernsehen da in 5 Minuten, ja? Muss ich mir vorstellen, aber reicht es, wenn ich dann die Kamera schaue? 2, 3, 4. Und wie gesagt, alles Gute und für die Zukunft noch viel, viel Spaß. War sehr gut, einmal grüßen und dann fahren. Nach einem langen, harten Jahr habe auch ich mir etwas Urlaub. Eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, jetzt höre ich mal auf, jetzt ist ein Blödsinn. Ich hoffe, dass du mir für die nächste Woche doch ein schönes Jetzt haben wir das, gell? Hallo, liebe Kinder, nein, das ist ein Blödsinn. Erst wagt, ich wünsche euch alles Gute. Trotzdem möchte ich mich auf diesem Wege alles, das ist ein Blödsinn jetzt. Geh, kauf das andere, das ist viel besser.